OpenOffice Org, Textverarbeitung, Writer, Galerie. Objekte in ein Dokument einfügen. Sie können ein Objekt aus der Galerie in Ihr Dokument kopieren oder verlinken. Der Unterschied hierbei ist, dass ein verlinktes Objekt leicht aktualisiert werden kann, wenn sich das Objekt in der Galerie verändert hat. Hierzu aktualisieren Sie einfach nur den Link. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, ein Objekt als Hintergrund zu gebrauchen. Objekt als Kopie einfügen. Um ein Objekt einzufügen, gehen Sie auf Extras, Galerie und wählen Sie ein Thema aus. Klicken Sie mit der Maus auf ein Objekt, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie es dann in Ihr Dokument. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Objekt klicken und in dem sich öffnenden Kontextmenü hinzufügen, Kopie wählen. Objekte als Links einfügen. Um ein Objekt als Link einzufügen, gehen Sie auf Extras, Galerie und wählen Sie ein Thema aus. Klicken Sie einmal auf das gewünschte Objekt und drücken Sie dann die Hochstell- und Steuerungstaste, während Sie das Objekt in das Dokument ziehen. Alternativ können Sie das Objekt auswählen, mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü hinzufügen, Verknüpfung wählen. Ein Objekt als Hintergrund einfügen. Um ein Objekt als Hintergrund einer Seite oder eines Absatzes einzufügen, gehen Sie auf Extras, Galerie und wählen Sie ein Thema aus. Wählen Sie ein Objekt aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und gehen Sie auf Hinzufügen, Hintergrund, Seite oder Grafik. Ciao und viel Glück!